Moin, hallo und herzlich willkommen zu When Angels Cry. Weinende Engel? Kann man sich schlagen? Was? Nein. Was es mit dem Titel auf sich hat, das erzähle ich an dieser Stelle nicht. Das wird erst am Ende des Spiels abschließend erklärt und ich will jetzt hier nicht den schlimmsten Spoiler aller Zeiten rauslassen. Wie auch immer, ich habe jetzt rund 4 Stunden gespielt und bin bereits einmal durch das Spiel durch. Einmal? Spielst du es gleich nochmal oder was? Nein. Wenn ich aber die Ingame-Achievements alle freischalten möchte, dann müsste ich nochmal von vorne beginnen. Unter anderem, weil ich zu langsam war. Es gibt einen Erfolg beispielsweise dafür, dass man das Spiel in unter 3 Stunden durchspielt. Ja und? Ja und ich werde diesen Erfolg wahrscheinlich niemals freischalten. When Angels Cry ist im Grunde ein Wimmelbildspiel und mit ein paar Zahlenrätseln, Verschiebepuzzles und ähnlichen kurzweiligen Kopfnussaufgaben garniert. Das klingt lahm. Ja, warum? Weil es kein Shooter ist, oder was? Ja, vor allem deswegen. Ja, egal. Leider ist die Umsetzung meiner Meinung nach nicht gelungen. Hinter den Rätseln bietet das Spiel eine Geschichte, die zunächst sehr vielversprechend anfängt. Dann aber recht schnell in eine gewisse Beliebigkeit abdriftet. Du bist eine Art Mönch und sollst in einem abgeschiedenen Kloster in einem mysteriösen Todesfall ermitteln. Mönch? Ja, klingt bescheuert. Ja, ja. Du kommst also am Kloster an, bist allerdings in gewisser Weise inkognito und musst deshalb verschiedene Aufgaben für die anderen Mönche übernehmen, weil die ja von dir denken, du wärst einfach nur ein neuer Ordensbruder. Und über deinen eigentlichen Auftrag, über deine eigentliche Bestimmung, warum du in diesem Kloster bist, wissen sie tatsächlich gar nichts. Ja, du hast recht. Klingt beliebig und langweilig. Nein, die Grundidee ist ja schon ziemlich interessant. Leider ist die Umsetzung allerdings mangelhaft. Man kommt beispielsweise am Kloster an und darf als allererstes, noch bevor man überhaupt in das Kloster eingeführt wurde oder zumindest eine Kammer zugewiesen bekommen hat, Tomaten pflücken. Niemand mag Tomaten! Ja, was ich damit sagen will ist, die Geschichte wirkt hektisch und meiner Meinung nach nicht vollständig durchdacht. Manche Aufgaben fand ich mehr als fragwürdig. So musste ich beispielsweise für den angestellten Koch die Suppe kochen, während der eigentliche Koch, derjenige, der fürs Kochen im Grunde beauftragt war, nur daneben stand und irgendwas von der Bewirtung wichtiger Gäste gefaselt hat. Und zwar Bewirtung mit der Suppe, an deren Erstellung er so mal überhaupt nicht beteiligt gewesen ist. Solche Ungereimtheiten ziehen sich durch das gesamte Spiel, das war jetzt nur ein Beispiel. Man bekommt beispielsweise mehrere sehr wichtige Schlüssel, bei denen es irgendwo auffallen sollte, wenn sie plötzlich weg wären. Aber da interessiert sich scheinbar niemand dafür. Ja, man braucht sie ja schließlich für die Quest. Ja, genau. Alles wirkt im Grunde wie eine leicht zu durchschauende Showveranstaltung. Die Geschichte ist im Grunde ein Rahmen für die Rätsel und Wimmelbilder, aber mehr eben auch nicht. Spannung kommt bei der Geschichte jedenfalls nicht auf. Auch wenn die Entwickler durchaus bemüht sind, ein wenig Aufregung einzubauen. Ihr Menschlinge. Was? Ach nichts, nur allgemein, ihr seid schon eine witzige Spezies. Was? Mach mal weiter da. Ja gut, wo war ich? Die Showveranstaltung? Ach ja, genau, danke. Ein wichtiger Aspekt des Spiels sind Wimmelbildabschnitte. Die spielen aber nicht auf einem Bildschirm, so wie man das vielleicht von anderen Wimmelbildtiteln kennt. Stattdessen muss man über mehrere Abschnitte oder auf mehreren Spielbildschirmen verteilt nach Sachen suchen. Häufig braucht man dann sogar Gegenstände gleich mehrfach. Beispielsweise braucht man 8 blaue Blumen für die Suppe, die man kochen muss. Oder 4 Zahnräder, um ein Rätsel starten zu können. Die Rätsel sind die eigentliche Stärke des Spiels und teilweise auch knifflig. Es gibt Zahlenrätsel und es gibt Puzzles, bei denen man verschiedene Knöpfe drücken muss, die sich gegenseitig beeinflussen, um dann letztendlich ein Muster zu erhalten. Und dann gibt es noch Verschieberätsel, in denen es darum geht, Objekte zu bewegen. Klingt lahm. Ja, ja. Einige davon habe ich in ähnlicher Form schon mal gesehen. Andere waren für mich neu. Welche davon tatsächlich jetzt komplett von den Entwicklern neu entworfen sind für das Spiel, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Herausragend sind die Rätsel aber alle nicht. Sie wirken irgendwie altmodisch, was aber eigentlich auch ganz gut in das mittelalterliche Setting passt, wenn man so möchte. Ein wunderbar vergiftetes Kompliment! Ja, außerdem gibt es ein Hilfssystem, das allerdings etwas radikal ist. Statt einen mehr oder weniger subtilen Hinweis zu geben, zeigt es einfach direkt auf das nächste Objekt, das du brauchst. Am Ende bleibt der verhältnismäßig günstige Preis.
Eine wirkliche Empfehlung für das Spiel kann ich allerdings beim besten Willen nicht aussprechen. Na, das ist doch mein Schlusswort. Ja, ich denke auch. Bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind jetzt erstmal wieder raus, darum macht's gut. Und tschüss. Tschüss.